Jo, meine Lieben, willkommen zurück zu Part 3 des Enotria Komplettlösungsguides und wir kümmern uns heute darum, dass wir das Kapitel Nummer 1 abschließen. Das bedeutet, auf uns warten definitiv noch ein paar richtig heftige Bosskämpfe. Und damit ihr da natürlich nicht untergeht, zeige ich euch hier Step by Step, wie ihr vorgehen müsst, damit ihr natürlich hier komplett auch durchkommt. Und generell würde ich mich natürlich über Feedback von euch freuen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefällt. Wenn nicht, dann auch gerne mit einem Dislike. Jede Interaktion mit einem YouTube-Video pusht natürlich auch da den Algorithmus. Und ja, wir sehen jetzt hier hinten, da gibt es zum Beispiel hier noch eine Leuchtkugel. Dort, wo wir gerade eben hingesprungen sind, hier hinten in die Ecke, da ist auch noch eine weitere Erinnerung. Die habe ich schon mitgenommen. Hier vorne, die sammeln wir gleich ein, denn wir kommen nochmal durch die Tür hier wieder auf diesen Platz. Und ich möchte euch natürlich hier noch zeigen, was sich seit letzter Folge noch getan hat. Ihr seht jetzt, wir sind Level 42, bedeutet, wir haben über Memoria natürlich auch noch weiter hier unsere Tugenden gepusht. Da könnt ihr natürlich in die Richtung gehen, wie euch das Ganze beliebt. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier die Straße nach oben und da warten schon zwei, ja, nicht so nette Zeitgenossen. Und die wollen uns hier natürlich auch schon wieder direkt mal auf den Zünder gehen. Und ja, da kümmern wir uns erstmal drum, dass wir die jetzt hier besiegen. Ich wollte irgendwie den da hinten parieren gerade eben. Und ja, den machen wir natürlich jetzt auch kalt. Bleib hier. Ohrschluch. So, hast du davon. Ja, natürlich, der Klassiker. Controller ist leer, der Akku ist leer. Ja, jetzt hier haben wir ein kleines Rätselschmätzel und das machen wir jetzt erstmal. Ich hoffe, das funktioniert auch auf Anhieb. Das kann manchmal, ja, direkt klappen. Manchmal dauert es auch einen Moment. Wir müssen jetzt hier oben diese ganzen Siegel wieder über Adore quasi erstmal brechen, beziehungsweise müssen jetzt hier die Umgebung so ein bisschen verändern. Das kennen wir ja bereits aus der ersten Folge auch. Und jetzt geht es hier nach oben. Müssen wir hier über diese Bretter. Und dann können wir hier hinten nämlich gleich dahin springen. Auch hier nutzen wir wieder Adore. Und dann geht's hier rüber. Hat direkt geklappt. Wunderbar. Auch hier nochmal Adore. Und jetzt kommt hier dieses Brett. Und wunderbar, hat geklappt. Und hier hinten gibt es nämlich eine Kiste. Wir werden jetzt belohnt dafür und wir haben hier den Meteoriteneinschlag. Ja, das hat sich doch auf jeden Fall schon mal gelohnt. Hier können wir auch noch was mitnehmen. Hymne der Rückkehr. Und dann geht es jetzt hier weiter nach oben. Hier warten natürlich erstmal wieder ein paar Gegner auf uns. Da ist er auch schon. Wie bestellt, zwei Hits. Und wir sehen auch, wir sind wirklich jetzt schon ziemlich OP. Meister von Drama und Komödie. Ein weiterer Notizzettel. Ja, da oben ist auch ein alter Bekannter jetzt aufgetaucht. Hier hinten gibt es noch eine weitere Kiste. Auch die nicht vergessen, nehmt die mit. Ihr seht, wir bekommen auch hier nochmal einen Eintrag für die Geschichte. Ammonia-Verstärker, das ist natürlich auch ganz nice. Und dann gehen wir aber erstmal, bevor wir jetzt unten uns das Bühnenbild anschauen, hier rüber. Ups. Einmal zurück. Na kommt. Natürlich der Klassiker. Direkt hier in der, im engen Raum. Wow. Müssen wir uns gerade mal heilen. Jawohl, haben wir. So, wo ist der Hund? Ist weg. Na, komm, schieß! Hat er gemacht. Hat aber nicht so gut geklappt, wie es hätte klappen können. Na gut, egal. Wir gehen hier weiter. Gehen erstmal hier runter. Wie gesagt, wir haben jetzt gerade eben da das Bühnenbild gesehen. Hier gibt es auch nochmal ein Bruchstück der Erinnerung. Hier die Leiter runterlassen, das Ganze aktivieren. Und dann sehen wir, hier unten wartet auch schon wieder ein Kollege. Und der kriegt erstmal ein paar ordentlich in die Kauleiste. Wow, das war nicht so gewollt. Dann gibt's halt so einen drauf. Ja. Na komm. Da fällt er. Perfekt. Ja, haben jetzt ein bisschen was drauf bekommen, ist aber nicht ganz so wild. Wie gesagt, ist jetzt hier kein No-Hit-Run oder sowas. Ja, auch da haben wir die Kiste noch mitgenommen, gehen jetzt hier rüber. Müssen aufpassen, da vorne wartet auch wieder einer auf uns. Oh, haben wir nicht pariert. Auch das nicht, egal. Hauptsache, der ist jetzt hier erstmal vom Dach weg. Da nehmen wir noch die Kiste mit. So, und hier können wir das zerschlagen und dann könnt ihr euch nämlich hier diesen Shortcut freilegen, sodass ihr dann, beziehungsweise was heißt Shortcut, einfach die Leiter runterlassen, sodass ihr dann da wieder zurückkommt. Und hier gibt es nichts, aber wir müssen gleich irgendwo nochmal in ein kleines Versteck rein. Da ist nochmal ein Nugget. So, den haben wir.
Und dann müssen wir hier in die Hütte rein. Denn hier ist auch nochmal eine Kiste. Und da gibt es natürlich weitere Belohnungen. Und jetzt kommen wir im Prinzip hier, hier gibt es nämlich Blutlust, eine weitere Waffe. Und jetzt kommen wir im Prinzip hier wieder an unserem Startpunkt von der Folge raus. Und hier haben wir jetzt auch noch das Fragment mitgenommen und können jetzt auf dem Weg hier theoretisch auch wieder zurück. Ihr könnt euch natürlich hier auf den Dächern nochmal umschauen, ganz in Ruhe, wo es vielleicht hier das ein oder andere für euch noch zu holen gibt, wo noch irgendwo etwas aufblinkt. Da geht gerne hin. Da unten seht ihr, da habe ich einen kleinen Punkt vergessen. Falls ihr den schon mitgenommen habt, umso besser. Falls nicht, hier einfach nochmal zurück. Aber ihr könnt sowieso im Prinzip hier an die einzelnen Punkte auch wieder zurückkehren. Ja, gehen jetzt hier wieder nach oben und deshalb ist es ganz gut, dass wir uns die Leiter vorher runtergelassen haben. Hätten wir das vergessen, dann hätten wir im Prinzip erst nur nochmal den Weg gehen müssen, wie wir gerade eben über das kleine Rätsel das Ganze genommen haben. Wäre auch nicht schlimm gewesen, viel schneller wären wir da eh nicht oder langsamer. Ja, und jetzt einfach hier weiter nach oben und gleich warten auf jeden Fall noch ein paar richtig eklige Gegner auch auf uns. Dann müssen wir uns ein bisschen vorbereiten. Das Gute ist, wir haben ein paar Verse schon aufgeladen. Das ist natürlich immer von Vorteil. Und jetzt müssen wir mal schauen, steht hier noch einer? Ne, hier steht keiner, da ist noch einer. Den können wir schon mal killen. Dann nervt er uns nicht. Die zwei hier, wenn ihr die killen wollt, dann verschwinden die einfach nur. Die machen nichts, ihr könnt wahrscheinlich den einfach nur irgendwie so lauschen hier vom Gespräch her. So, und da haben wir Katersäbel, auch den nehmen wir mit. Den machen wir auch noch platt. Wie gesagt, das ist ganz wichtig, denn manche Gegner droppen natürlich das ein oder andere. Und zack, da gibt es schon mal die Harpune. Beziehungsweise da ist die Harpune. Wow. Und ihr seht, der macht ordentlich Damage. Aber der wird auch fallen. Da ist er down. Ja, das ist halt gut. Wir haben uns schon wirklich relativ gut gelevelt. Achtung, hier aufpassen. Da hinter der Ecke steht einer. Und jetzt können wir hier schon mal nach unten gehen. Das Tor ist jetzt aktuell noch zu. Das wird sich später noch öffnen. So, und da seht ihr auch, hier wurde mal was gedroppt. Wow, keine Ausdauer mehr. Ja, aber er ist down. Perfekt. Ja, und hier hinten haben wir noch eine Kiste. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Erschütternde kaputte Majolika. Die Majolika. So, hier die Treppe hoch. Und immer natürlich versuchen, die ganzen Gegner hier mitzunehmen, sodass wir natürlich von den Fersen auch wieder das ein oder andere aufgeladen bekommen. So, wo haben wir ihn? Hier. Da ist er um die Ecke. Versteckt er sich. Der listige Lurch. Und dann kommt jetzt hier Alessandro. Ich nenne ihn Alessandro oder Alejandro. Je nachdem. Wie auch immer man es will. Er ist auf jeden Fall ordentlich an einer, der hier am Rumstenkern ist. Fatuo wäre natürlich jetzt hier ein bisschen besser, wenn wir auf Fatuo gehen würden. Oh. Der hat es wirklich ordentlich in sich. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wow. Ja, ist ja gut. Sag mal. Kannst du auch nochmal parieren? So, jetzt müssen wir aber die Flucht antreten hier. Jetzt müssen wir aber die Flucht antreten. Gehen wir einfach mal auf unseren Brecher, hm? So, jetzt haben wir aber doch Fatuo. Haben wir Fatuo? Ne, wir haben kein Fatuo. Aber er ist jetzt hier down gleich. So, wunderbar. Da haben wir den auch. Rolle von erdrückende Gelächter. Dieser, unser Bosskiller hier. Die Waffe, die ist wirklich einfach der Oberwahnsinn. Oh, hier haben wir noch ein kleines Kügelchen vergessen. Da auf der anderen Seite vom Tor wäre auch noch eins gewesen. Und eventuell, falls ihr jetzt an den Garnituren hier noch was nicht bekommen habt, wir gucken gleich mal oben an unserem Knoten, da kann ich euch zeigen, und zwar müsste das die Garnitur, die haben wir hier noch nicht ausgestattet, vom Kurt sein, vom Kurt, den wir in der ersten Folge gekillt haben, also vom Curtis. Und hier haben wir noch eine weitere Waffe,
Böttcherhammer. Der ist ganz cool. Der hat, glaube ich, Fizz. Da können wir mal ganz kurz reinschauen. Einfach nur, dass ihr es gesehen habt, damit wir das natürlich auch mitnehmen. Ja, der geht hier voll auf Fizz, bedeutet also benommen. Und hier hinten, hier habt ihr jetzt den Shortcut im Prinzip wieder unten in, ja, diese Höhle der Maya oder wie das hieß, oder Mayas Höhle. Da, wo die Kapelle auch war, da in diesem dunklen Bereich, in dem Dungeon, da könnt ihr dann hin. Und das ist halt ganz cool. Da habt ihr direkt nochmal einen Weg, den wir dann auch später noch nutzen werden. So, jetzt machen wir uns aber erstmal hier den nächsten zum Feind. Na komm. Ich habe so das Gefühl, oh, wenn man unten steht, jo, ist ja gut. Zum Glück haben wir auch schon ein bisschen was in die Verteidigung gepusht. Jetzt ist aber gut. Mann. Okay. Keine Ausdauer mehr, aber es passt eigentlich. Klar, wir kriegen zwar ordentlich was in die Kauleiste, aber wir können auch gut austeilen. Von daher alles okay. Gehen jetzt erstmal hier, noch nicht an den Knoten, gehen jetzt hier erstmal nach links. Ich will nach Möglichkeit jetzt nicht die aufgeladenen Verse hier verlieren. So, springen hier hoch. Ah, das hätten wir parieren können. Das haben wir pariert. Und dann, zack, bekommt er einen Hieb. Und wir haben fast alle vier Verse aufgeladen. So, und hier oben noch eine weitere Kiste. Nehmen wir natürlich mit. Tödliche Keulung. Also, wer sich jetzt mal einen richtig tödlich keulen will, der hat jetzt die Chance. Mit diesem Zauber habt ihr die Möglichkeit und könnt mal so richtig steil gehen. Ja, und jetzt haben wir hier wieder einen Amboss. Haben hier noch einen leuchtenden Punkt, Ammoniasaft. Und gehen jetzt erstmal hier rein. Hier wird jetzt gleich ein Siegel erscheinen. Und da heilen wir uns aber vorher erstmal. Denn hier kommt jetzt ein etwas schwererer Zeitgenosse. Zack, kommt er erstmal einen rein. Wow. Ja, ist ja gut. Ah, komm. Mann! Geh mir nicht auf die Zünde. So, haben wir den auch. Auch da noch ein weiteres Bruchstück. Hier die Treppe hoch, beziehungsweise die Leiter. Und dann müssen wir aufpassen, hier oben wartet jetzt auch noch ein kleiner Gegner. Aber wir sehen auch von unserem Bild, durchs Parieren können wir natürlich auch uns immer noch ein Stück weit heilen. Und hier oben, hier war nichts, sondern hier müssen wir runter. Genau, da ist es. Und da hinten ist die Truhe. Und dann haben wir hier noch den Ammoniaverstärker und haben jetzt auch nochmal hier 22.000 Seelen bzw. Memoria auf unserem Konto. Ja, hier könnt ihr jetzt nochmal mit dem Typen reden. Der erzählt euch jetzt im Prinzip nur, dass jetzt gleich der Chef in der Halle auf uns wartet. Und nicht so cool ist, momentan auf uns zu sprechen ist scheinbar. Ja, und hier können wir jetzt zum Beispiel hingehen und könnten jetzt hier den kolossalen Schmierer zum Beispiel nochmal verbessern. Und ich nehme den jetzt hier auch einfach nochmal rein, gehe jetzt mal hier auf die Stufe 4 zum Beispiel, denn das ist die Bosswaffe, mit der ich jetzt hier gleich antreten möchte. Und ansonsten könnt ihr euch natürlich auch hier jetzt nochmal mit dem Rest ein bisschen pushen. Das machen wir jetzt auch an der Stelle gerade. Und dann sollte das eigentlich alles soweit passen. Mal gucken, wie viele Level wir jetzt hier aufsteigen können. Pfad der Innovatoren, da könnt ihr natürlich auch nochmal immer reinschauen. Und ja, wir gehen jetzt hier einfach mal noch zwei Stufen im Bereich Assassine drauf. Da können wir dann entsprechend viel Schaden verursachen. Und ja, nehmen wir die 6000 Seelen hier auch noch mit. Mal gucken, vielleicht nehmen wir hier sogar noch eine Stufe rein. Jo, passt. Barscht. Die 2000 Stück da, die kriegen wir relativ schnell auch wieder zusammen. Da müssen wir uns nicht so viele Gedanken machen. Gehen dann jetzt hier erstmal in diesen Bereich hinein und halten uns hier ein bisschen links. Hier gibt es nämlich auch nochmal eine Truhe. Auf der anderen Seite ist auch nochmal eine. Hier haben wir Bruchstück einer geschätzten Erinnerung.
Weiß zwar nicht, welche geschätzte Erinnerung das ist. Hier haben wir noch ein Nugget. Und dann geht es jetzt auch zum Boss. Hier nochmal ein blauer Punkt. Bedeutet also, wir bekommen hier nochmal weitere Punkte für den Pfad der Innovatoren. Und noch einen Eintrag im, ja, in unserem Kompendium. Ja, und damit gehen wir zum Boss über. Ja, und damit treten wir jetzt hier Zanni, die erste Maske oder der ersten Maske gegenüber. Und ja, der ist eigentlich gar nicht so schwer als Boss. Das sind jetzt zum Beispiel diese Attacken, die er immer wieder bringt. Und da müsst ihr dann natürlich entsprechend dann einfach nur an den Mann ran. Und auch da könnt ihr natürlich auch den ein oder anderen Angriff wieder parieren. Also das ist natürlich generell immer so ein bisschen des Rätsels Lösung mit den ganzen Paraden. Versuchen wieder die Haltung zu brechen, so wie wir das kennen. Manchmal schleudert er hier auch mit dem Spieß dann oder macht hier so einen Distanzangriff. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr zu weit weg geht, dann wird dieser Autofokuspunkt, den ihr quasi drin habt, der geht dann verloren und meistens guckt ihr dann irgendwo hin, nur nicht dorthin, wo jetzt quasi gerade der Boss ist. Ja, und hier jetzt einfach mal auch mit schweren Angriffen in ihn rein, so dass wir natürlich am besten jetzt auch den Status vergiftet bzw. krank bei ihm herbeigeführt haben. Und jetzt sehen wir, tut sich im Prinzip der Rest. Dann einfach mal ein bisschen Abstand nehmen, wieder ein bisschen raus, dann einfach wieder ein paar Treffer in ihn rein. Und jetzt sind wir auch schon in der zweiten Phase. Müssen natürlich ein bisschen aufpassen. Und generell ist hier natürlich Fatuo nicht schlecht. Hier hätten wir springen müssen. So, haben wir es gemacht. Perfekt. Und ja, dann hier einfach nur rein. Ein paar schöne aufgeladene Schläge. Ruhig auch mal wieder ein Stück weg. Uns heilen. Ah, da haben wir natürlich uns gerade geheilt. Da auch wieder hochspringen. Und im Prinzip, jetzt macht er diesen Range-Angriff. Wo er halt richtig, richtig fett dann im Prinzip ja nochmal auf Distanz geht. Dann ansonsten natürlich auch gerne hier mit den Zaubern so ein bisschen arbeiten. Und ansonsten natürlich immer schön hier einfach mit unserem Keuler da rein. Mit unserem fetten Schmierpinsel. Und dann haben wir ihn auch schon gelegt. Also der ist wirklich super einfach. Vor allem jetzt mit dem Bild, so wie wir uns das aufgebaut haben. Und ja, dann haben wir im Prinzip jetzt hier den Storyboss, den eigentlichen ja, Akteur, demaskiert. Haben jetzt hier auch fett an Memoria bekommen. Bekommen jetzt hier noch die Rolle von Zanni. Und das bedeutet natürlich, wir haben jetzt weitere Ausrüstungsgegenstände. Hier oben gibt es nichts zu holen. Wir müssen aber jetzt aufpassen. Es gibt jetzt für uns etwas Wichtiges hier noch zu erledigen. Das Kapitel ist noch nicht vorbei. Denn der Puskinella oder wie auch immer er heißt, der taucht jetzt hier auf und erzählt uns, jetzt haben wir hier den Eingang vom Theater freigeschaltet. Und hier bekommen wir erst nochmal ein Fragment. Biegen dann hier kurz rechts ab. Es gibt nämlich jetzt hier mehrere Waffen, die ihr direkt noch mitnehmen könnt, also mehrere Schwerter. Und zum einen haben wir jetzt hier das Theater-Langschwert. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch noch was, da liegt auch noch was. Es gibt ordentlich Belohnungen hier zu holen. Und dieses Hub mehr oder weniger, das wir jetzt freigeschaltet haben. Wir bekommen noch die Theater-Hellebarde. Und dieses Hub, das wir freigeschaltet haben, das ist halt ganz cool. Denn hier haben wir jetzt auch gleich noch einen Händler. Sind jetzt im Theater der Masken angekommen. Ihr seht, hier liegt natürlich auch überall noch etwas rum. Hier blitzt und blinkt es an jeder Ecke. Wir haben uns das natürlich auch reglich verdient. Dadurch, dass wir jetzt hier natürlich auch diesen extrem schwierigen Boss gelegt haben. Und ja, hier unten ist auch noch ein bisschen was, das da blinkt. Da ist noch was. Da ist noch was. Ein bisschen Verstärker. Da hinten blinkt auch noch was. Also sammelt das alles ein. Hier hinten auf der Bühne, hier haben wir erstmal noch einen abgeschnittenen Zopf eines Mädchen. Und hier hinten gibt es auch noch eine weitere Waffe. Auch die nehmen wir natürlich noch mit. Das Ultra-Großschwert, das Theater-Ultra-Großschwert. Und ja, hier können wir uns jetzt gleich nochmal heilen. Wichtig ist jetzt aber, wir müssen jetzt im Prinzip erstmal ein Item holen für einen Secret-Boss in diesem Kapitel. Dafür gehen wir jetzt hier in diesen Raum. Und ihr seht, da leuchtet schon etwas. Und wir bekommen jetzt hier angezeigt Opfermesse. Und diesen Bereich oder dieses Areal, das Teil hier, das kennen wir ja irgendwie schon.
Ja, Quinta, Maya, das haben wir alles schon mal irgendwie gehört. Denn in diesem Bereich haben wir natürlich in der letzten Folge auch einen Boss gekillt. Und da müssen wir jetzt gleich nochmal hin. Hier unten ist noch ein Areal, da können wir erstmal noch nichts machen. Da könnt ihr euch natürlich gerne nochmal umschauen. Aber da passiert jetzt zu dem Zeitpunkt erstmal noch nicht viel. Und ja, wir müssen im Prinzip wieder zurück in diese Kirche der Maya, oder wie das hieß. Und da werden wir auch gleich hinreisen. Vorher gehen wir aber hier nochmal kurz zum Händler. Und den möchte ich euch noch zeigen. Den wecken wir auf, bekommen jetzt hier Mekinates Medaillon oder wie auch immer genau der heißt. Und wecken ihn jetzt hier noch auf. Und bei ihm habt ihr immer wieder die Möglichkeit, vorbeizukommen mit Fortschritt innerhalb der Story, beziehungsweise mit Legen von Bossen, dort dann spezielle Items natürlich auch zu erhalten, beziehungsweise euch zu kaufen. Und jetzt könnt ihr hier hingehen, wie ihr seht, wir haben ja natürlich jetzt einen Haufen Punkte dabei. Und jetzt können wir hier natürlich zum einen kaufen, aber auch verkaufen. Das heißt, ihr werdet mal den ganzen Nonsens los, den ihr eigentlich nicht braucht. Und hier habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, euch weitere krasse Waffen dann zu holen. Ja, hier habt ihr zum Beispiel nochmal eine weitere Giftwaffe oder hier noch was, was auf Fizz, also benommen geht. Oder hier nochmal den Schuldeneintreiber. Mit dem Teil könnt ihr sicherlich ein paar Schulden bei dem einen oder anderen eintreiben. Ja, und das lohnt sich auf jeden Fall. Also schaut euch da ganz in Ruhe um. Hier gibt es auch mal noch einen Amboss und so weiter und so fort. Aber das soll uns jetzt erstmal noch gar nicht so weiter interessieren. Also ihr könnt euch das Ganze in Ruhe natürlich angucken. Ihr seht, hier bekommen wir natürlich auch nochmal das ein oder andere als Story erklärt. Wir sammeln hier auch noch den Kram ein und sind dann wieder hier vorne an der Bühne angekommen. Und jetzt gehen wir aber erstmal hin und holen uns dann den nächsten Boss. Und dafür reisen wir, wie gesagt, jetzt einmal an den Punkt, an dem wir vorhin schon mal waren, beziehungsweise in der letzten Folge schon waren. Für mich ist es vorhin, aber für euch ist es die letzte Folge gewesen. Und wir reisen dort kurz hin. Und zwar müssen wir hier der Kloster der Maya, da waren wir ja in der Nähe, und hier blutrotes Kloster. Da müssen wir rein, da haben wir gesehen, da haben wir gerade einen speziellen Gegenstand bekommen. Ja, und hier angekommen, schauen wir aber ganz kurz nochmal auf die einzelnen Masken. Wir haben ja auch ein bisschen was als Belohnung erhalten. Und das bedeutet, wir steigen hier kurz mal in die Garnituren ein und ihr seht, Maske des Vermiglio, dann Maske des Kurz, dann haben wir natürlich auch noch Maske des stehenden Humors, hatten wir bereits, und hier Zanis Erscheinung. Und da habt ihr natürlich auch wieder den ein oder anderen Buff, beziehungsweise den ein oder anderen speziellen Maskeneffekt. Und schaut euch da gerne mal um. Und ansonsten gehen wir natürlich auch hier hin, leveln jetzt noch das ein oder andere auf. Wir holen uns hier mal ein bisschen Leben rein noch, ein bisschen Ausdauer. Das ist natürlich auch ganz gut. Und dann haben wir hier schon wieder 30.000 Punkte ausgegeben. Und dann geht's auch schon los. Wir gehen jetzt hier wieder in diesen Bereich, in dem wir schon den Bossfight in der zweiten Folge hatten und holen uns jetzt hier noch den geheimen Boss. Und jetzt können wir nämlich hier hinten mit dieser Figur interagieren, können hier auf Reisen drücken und reisen zum alten Heiligtum. Und dort gibt es natürlich auch wieder einen Knoten, den ihr erstmal freischalten könnt. Hier könnt ihr euch zur Not auch nochmal irgendwie verbessern oder auch wieder zurückreisen, noch weiter irgendwie Memoria Farm. Und hier unten wartet nämlich dann der geheime Boss, beziehungsweise hier die geheime Göttin von Leben und Tod, und zwar Maya. Mit der Biene Maya hat sie nichts zu tun, wir sind auch nicht ihr Willi, wir sind hier einfach nur ihr Gegner. Letzteres in ihrem Namen, dass sie die Göttin vom Tod ist, den hat sie auf jeden Fall verdient, diesen Slogan. Göttin vom Leben habe ich noch nicht so viel gesehen, aber was ihr jetzt hier machen könnt, um relativ easy gegen sie vorzugehen, ist einfach mit dem kolossalen Schmierstift, mit eurem großen Schwert, mit eurem Großschwert gegen sie vorzugehen. Und diese schweren Angriffe, die brechen immer wieder auch ihre Attacken. Und deshalb ist im Prinzip dieses Schwert auch so richtig krass. Ihr könnt dann nicht nur die Attacken brechen, auch komplett die Haltung. Und ihr seht, so habt ihr sie mit ein paar Angriffen auch direkt schon fast down. Natürlich hat sie auch ein paar richtig schwere Dinger drauf, denen ihr teilweise nur ziemlich schwer ausweichen könnt, wie jetzt auch wenn sie hier diese Kugeln schleudert. Aber ihr seht, so habt ihr jetzt hier an der Stelle die Gottheit entfesselt, beziehungsweise Maya an der Stelle gelegt. Ihr bekommt hier auch noch zwei Items dafür und einen Eintrag in euer Kompendium. Ja, und dann gehen wir auch zunächst wieder zurück. Hier in diesem Bereich gibt es jetzt nicht mehr großartig irgendwie was zu holen. Ihr seht, ihr habt einen Haufen jetzt an Memoria auf eurem Konto. Das könnt ihr natürlich dann gleich auch wieder ausgeben. Aber als erstes jetzt gehen wir mal zurück
in das Theater. Das findet ihr jetzt hier nicht in der Quinter-Übersicht, falls ihr das da suchen solltet. Wir müssen dazu im Prinzip wieder in diese Voransicht, können jetzt hier nach unten und kommen da in das Theater der Masken. Da haben wir ja den Schnellreisepunkt gerade eben freigelegt, als wir Zani gelegt hatten. Und ja, hier angekommen könnt ihr euch jetzt zum Beispiel da vorne mit dem Dude unterhalten. Ihr könnt natürlich jetzt auch als erstes mal beim Händler vorbeigehen, denn der hat unter Umständen jetzt auch neuen Stuff im Angebot. Und generell, ja, lohnt es sich einfach da immer nochmal vorbeizuschauen, da natürlich dann auch vielleicht sich die ein oder andere Textpassage rund um die Story nochmal reinzuziehen. Schaut euch da gerne um, was es da im Einzelnen gibt. Und ansonsten ist es jetzt hier natürlich auch noch wichtig, dass wir dann noch den ein oder anderen Raum aufsuchen, in dem wir beispielsweise auch gerade eben den Schlüssel für den geheimen Boss bekommen haben. Denn dort auch wiederum habt ihr dann die Möglichkeit, jetzt gleich jemanden anzutreffen, der euch bekannt vorkommen sollte. Ihr werdet es gleich sehen, bevor wir da einbiegen, wird das hier unten schon in der Übersetzung gespoilert, wer es ist. Und ja, hier seht ihr es, Maya steht dort, beziehungsweise erscheint dort. Und auch hier sprecht ruhig mit ihr, denn das bringt euch wieder Einträge im Kompendium. Und dadurch habt ihr natürlich weitere Möglichkeiten, um euch natürlich auch Perks freizuschalten. Und ihr seht jetzt hier, da habe ich das einfach nur durchgedrückt, um euch das natürlich nicht entgehen zu lassen. Und damit seid ihr im Prinzip in diesem Kapitel größtenteils erstmal fertig. Wenn ihr dann jetzt hier mit dem Dude oben an dem, ja im Prinzip da am Theater da sprecht, der da jetzt gerade eben saß, dann habt ihr da die Möglichkeit gezeigt zu bekommen, wo es eigentlich hingehen soll. Ihr könnt euch natürlich jetzt hier erst nochmal in den ein oder anderen Tugenden ein bisschen aufpimpen. Ihr müsst es nicht so nehmen, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Ich gehe relativ viel auf Assassinen, um natürlich den Angriff zu pushen. Macht das gerne, wie das für euch am besten passt. Und dann empfehle ich euch jetzt hier erstmal weiter wieder zurück, ja, zu reisen an den ersten Punkt, bevor wir jetzt gleich Zani gelegt haben, denn ich möchte euch zeigen, dass wir hier an der Schule, dass wir dort nämlich jetzt die Möglichkeit haben, in einen Bereich zu kommen, an dem noch ein weiterer Knoten freizuschalten ist. Den solltet ihr natürlich auf jeden Fall mitnehmen, sodass ihr einen weiteren Schnellreisepunkt habt. An diesem Punkt habt ihr aber nicht die Möglichkeit, dann gleich ins nächste Kapitel zu kommen. Ihr werdet sehen und ich werde euch gleich zeigen, warum das nicht funktioniert. Und ja, hier einfach runter den Weg und hier unten, da waren wir schon mal und ihr habt ja gesehen, vorhin war hier das Tor noch komplett geschlossen, als wir das erste Mal da die Gruppe zerlegt haben. Und hier gibt es jetzt einen weiteren Knoten, nehmt den auf jeden Fall mit, vergesst den nicht. Und wenn ihr dann hier weitergeht, dann kommt ihr gleich an einen Fahrstuhl dort hinten. Und wenn ihr den nach unten fahrt, dann kommt ihr im Prinzip an so ein paar Bootsanleger. Das Problem ist nur, dass dort unten in diesem Stadtteil es für euch nicht weitergeht. Da wartet ein so starker Gegner auf euch, der soll euch quasi auch signalisieren, pass auf, hier an der Stelle kommst du nicht weiter. Hier ist kein Durchgang, kein Durchkommen. Und deshalb müssen wir jetzt hier entweder ans Feld der Anfänge reisen oder an die Küste von Quinter. Das sind die nächstgelegenen Schnellreisepunkte. Wir gehen jetzt hier direkt ans Feld der Anfänge und dort müssen wir jetzt im Prinzip einfach nur noch uns den Weg nehmen an ein weiteres Tor, das ganz am Anfang, ganz am Anfang, nicht am Ende, sondern am Anfang verschlossen war. Und ja, da kommen wir jetzt durch. Da kommen wir durch und da könnt ihr euch jetzt auf den Weg begeben in das zweite Kapitel. Es warten jetzt im Prinzip keine großen Gegner auf euch. Hier die beiden, die laufen jetzt vorbei. Es gibt noch einen kleinen Boss, aber wie gesagt, der ist nicht wahnsinnig schwer. Ich zeige euch auch gleich, wie der easy zu legen ist. Und hier seht ihr, das Tor ist offen. Hier gibt es einen weiteren Knoten. Den schaltet ihr noch frei. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr im Prinzip auch schon fast da. Gehen jetzt hier vorne noch den Weg entlang. Und da oben, da wartet jetzt hier noch so ein Typ. Der ist mit Fizz befallen. Bedeutet also jetzt in dem Fall, hat er den Status benommen. Oder kann den Status, Schadensstatus benommen herbeirufen. Und jetzt Achtung, wenn er hier den Drink nimmt, dann ladet schon mal eine schwere Attacke auf. Denn hier könnt ihr ihn nämlich jetzt direkt mit 3 Treffern natürlich in den Zustand krank überführen. Ihr seht, er bekommt jetzt konstant weiter Damage. Und so könnt ihr das Ganze natürlich dann auch wiederholen. Und ich habe das jetzt hier kurz geschnitten, weil ich bin einmal tatsächlich draufgegangen. Aber ansonsten auch hier, wenn ihr einfach ein paar Zauber natürlich wieder benutzt, dann sollte das relativ easy für euch zu machen sein. Also der ist nicht wirklich schwer, ihr habt gute Waffen, ihr seid gut gelevelt. Ja, und dann gibt es hier hinten an der Ecke noch einen kleinen gelben Punkt, den nehmen wir noch mit. Wir sehen, wir haben hier noch die Rolle vom Holzfäller bekommen. Auch da ist wieder ein Zauber dabei gewesen, beziehungsweise ein Vers.
Und das ist natürlich ultra wichtig, müssen wir sowieso mitnehmen. Aber es wäre eh kein Vorbeikommen an ihm gewesen. Also wir hätten nicht ins nächste Kapitel gekonnt, ohne ihn zu legen. Und da oben ist im Prinzip unser Point of Interest. Da müssen wir jetzt hin. Dort gibt es nämlich wieder hier den Dude, der mit uns die ganze Zeit spricht. Puskitella oder wie auch immer er heißt. Und wenn wir das gemacht haben, dann reisen wir nach Falesia. Und hier sind wir im nächsten Kapitel. Ich hoffe, da seid ihr dann wieder auch am Start. Bis dahin.